Moin Moin und damit willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ja, lange ist her, dass wir eins gemacht haben. Jetzt werde ich ein weiteres euch hinterher schieben. Wir gucken mal in diese mysteriöse Box, die ich eben gerade bekommen habe. Sie ist noch nicht geöffnet. Ich weiß allerdings schon, was drin ist, auch wenn ich es nicht bestellt habe. Aber das ist ein Geschenk von einem guten Freund von mir. Dazu gleich später mehr. Ich werde einfach mal mit der Schere anstechen und dann gucken wir mal, was sich daran befindet. So, ich bin wieder da. Ich habe, wie gesagt, jetzt gerade einfach nochmal aufgeschnitten. Sonst habt ihr es auch noch gehört, dass da noch irgendwas geklackt hatte. Wollen wir mal schauen, was uns da so entgegenkommt, wenn wir sorgsam die Verpackung entfernen. Guckt euch mal dieses Prachtstück an. Guckt euch mal dieses Prachtstück an. Dem geneigten Aufpasser auf meinem Kanal sollte klar sein, dass das ein Cthulhu ist. Den können wir mal beiseite legen. Ist denn da noch was drin? Ja, tatsächlich. Und zwar noch mehr Cthulhu. So. Verpackungsmaterial mal beiseite. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier einmal Rot. Und den gleichen nochmal in Schwarz. Den werde ich noch anmalen. Ob das dann sowas wie grün wird, irgendwie so ein schleimig grün. Wir werden erstmal grundieren, dann anmalen, dann lackieren. Schauen wir mal, was sich dann am Ende dahinter verbirgt. Guck mal, wir haben hier sogar auf dem Sockel haben wir sogar dann ein paar reliefsche Schriftzeichen. Aber ihr könnt tatsächlich erkennen, hier oben im Kopf ist ein Loch drin. Das haben wir hier nicht. Und der ist auch noch ein bisschen größer und der hat hier unten auch noch mal ein Loch in dem Sockel. Und das ist der Grund, warum ich die Würfel genommen habe. Die Würfel liegen hier auch schon bereit. Einen Blick in meinen heiligen Würfelbeutel. Schauen wir mal nach. Haben wir hier gerade sogar gleich einen Cthulhu-Würfel am Start? Das sind tatsächlich hier Cthulhu-Würfel. Nee, gar nicht. Das sind die Drachenzwinge-Würfel. Ganz viele Würfel, die ich hier habe, mal mehr, mal weniger. Irgendwann braucht man ja keine mehr, es sei denn, man spielt Shadowrun, dann kann man nie genug haben. Nehmen wir uns einfach mal hier so ein. Könnt ihr das sehen? Fokussieren. Hier, so ein Drachenzwingewürfel. Und genau das ist eben diese Box. Ein Würfelturm. Ich hoffe, jetzt fliegt uns das nicht raus. Ich werde das mal beiseite nehmen. Genau, danke für das Gespräch. Das ist er mir nämlich direkt rausgeplumpst. Da werde ich mir nochmal was ausdenken, inwiefern ich das hier stoppen kann. Ich stelle einfach mal gerade den hier davor. Dann schauen wir mal. Wir haben einen Cthulhu-Würfelturm bekommen. Ganz recht herzlichen Dank. Wie gesagt, das ist ein Geschenk von einem guten Freund von mir, von Skarsakul. Und ich habe bereits gesehen, dass er mir noch was weiteres in die Box getan hat. Schauen wir mal rein, was das ist. Ich hoffe, da stehen jetzt keine geheimen Informationen drin. Was ist denn das für ein Logo? Das ist das Logo von seinem eigenen Podcast, der Headroll Podcast. Wer den noch nicht kennt, der schaut da bitte rein. Das ist jetzt keine Werbung, von der ich irgendwas habe. Wir haben hier keine geheimen Absprachen oder sowas. Das ist einfach, wie gesagt, ein befreundeter Podcast von mir, von uns, von der Drachenzwinge, der Headroll Podcast mit Drachenzwinge, Einsteigertipps beziehungsweise ganz generell Einsteigertipps für das Online-Rollenspiel. Ich gucke mal, was ist das hier? Mein imaginärer Freund sagt, du bist fantasielos. Mein E-Mail sagt nichts, weil mir nichts einfällt. Okay. Ich weiß nicht, ob da was draufsteht. Könnte sein, dass da noch irgendwelche geheimen Informationen auf dieser Karte stehen. Aber wir haben ein paar Aufkleber bekommen. Wie gesagt, Headroll Podcast. Empfehlung geht raus. Hat auch einen eigenen YouTube-Account. Ich werde das Ganze mal verlinken, einblenden. Oben rechts in der Ecke müsste da jetzt was aufblinken. Ansonsten, wie gesagt, die Beschreibung ansehen. Und wir sagen ganz recht herzlichen Dank. Ich stelle den mal hin. Da vibriert gerade mein Handy. Ich sage ganz recht herzlichen Dank an Scar für sowohl diesen kleinen roten Cthulhu. Ob wir den anmalen, schauen wir mal, das weiß ich noch nicht genau. Aber den Würfelturm werde ich auf jeden Fall wohl grün anstreichen. Dann kann man da noch die Augen ausarbeiten. 3D-Druck. Ganz neu, sage ich einfach mal.
Denn Scar hat sich auf eigene Unkosten einen 3D-Drucker gekauft und ist da jetzt gerade dabei, eine ganze Menge für unser Hobby zu entwerfen. Und druckt da jetzt gerade wie ein Berserker. Ganz recht herzlichen Dank dafür. Wer noch wissen will, was er noch drucken kann, der kann, wie gesagt, mal bei ihm vorbeischauen. Macht dann auch auf seinem Kanal Unboxings zu Warhammer. Der hat natürlich noch andere Podcasts, also nicht nur dann den Headroll, sondern auch noch einen Scarhammer Podcast. Da geht es dann um Warhammer Fantasy ISO Edition 4. Ja, genau. Wer wie gesagt mehr wissen will, der guckt einfach mal bei ihm vorbei. Ganz recht herzlichen Dank an dich, Scar. Und ja, damit ist das Video eigentlich beendet. Ich wollte dann nur ein kurzes Unboxing machen und eine Präsentation von dem neuen Würfelturm. Und ja, jetzt organisiere ich mir jetzt hier meinen Kaffee und schneide das Video mal so ein bisschen zusammen und dann geht das online und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Ja, seid bedankt für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.